So, willkommen zurück. Bei der faule Apfel. Und ja, wir versuchen jetzt das Colored Bug wieder zurückzugewinnen. Ich bin, wie gesagt, hatte ich ja letzte Folge gesagt, hochgerannt. Und ja, mal gucken. Mal sehen, wie gut wir sind. Mal schauen. Da ist er. Das ist Wayne, der da in der Grube kämpft. Ihr erkennt ihn an seinem Schwert. Das muss Colored Bulk sein. Verräterische Schlange. Springen wir runter und brechen es aus seiner Hand. Wir können hier keinen Aufstand machen. Die Hälfte dieser Leute hier sind Banditen. Wenn sie den Wert des Schwerts auch nur ahnen, kommen wir hier nie lebend raus. Ihr habt natürlich recht. Aber es macht die Sache nicht leichter. Die Wachsamen strafen das Böse. Es ist schwer, hier zu stehen und es einfach weitermachen zu lassen. Dann werden wir im Turnier mitkämpfen müssen, wie geplant. Wenn wir ihn im ehrlichen Zweikampf besiegen, können wir das Schwert als Siegespreis beanspruchen. Wenn er es uns nicht gibt, entehrt er sich vor all diesen Halunken hier. Dann ist er so gut wie tot. Wenn ihr glaubt, dass ihr ihn besiegen könnt, meldet euch für das Turnier an. Ich bleibe hier oben. Wenn die Kerle aufmüpfig werden, kümmere ich mich um sie. Ich krieg das schon hin, dann müssen wir denke uns nur ich. noch für das Turnier anmelden. Und das machen wir bei dem Typen da hinten. Hey Papi, was sind das für laufende Farben? Nennen Sie nicht Pflanzen. Schau dir den Kampf. Nennen Sie nicht Pflanzen, ich gebe dir gleich Pflanze, ich bin Silvari. Hey, ihr Silvari. Sowas wie euch sehen wir hier selten. Will einer von euch in der Grube kämpfen? Ich? Wer ist der Kerl da unten? Gegen den will ich kämpfen. Das ist Wayne, unser derzeitiger Champion. Er ist immer diese Chars, ey, diese plauschigen Riesenkatzen. No, komm mal gern. Tja, nicht mehr lang. Wayne, du dummes. Wayne, du kriegst noch dein. Es geht los. In der ersten Runde kämpft der Hirntöter gegen den neuen Silvari-Streiter. Okay. Hui! Na, kommst du runter? Hirntöter, los, komm. Hier unten bin ich, du Pfeife. Gut, dann stelle ich mich halt hier hin. In der ersten Runde kämpft Bessix, der Hirntöter, gegen einen Neuling. Ein Silvari? Ach, herrje. Euch hack ich doch in Stücke zum Kamin an. Sicher? Dein Bot ist schon mal tot, du Pfeife. Los, schnappt sie euch, Wayne. Steckt dieses Blümchen wieder in die Erde. Es geht zu Ende mit mir. So. Meine Minions machen das schon. Noch eine tolle Begegnung. Jetzt kommt Pete, die Ungewaschene. Die stinkt wahrscheinlich auch noch. Ihr habt gesagt, man soll sie doch nicht Pflanze nennen. Tu. Was ich dir sage. Ich klatsch euch gleich da oben. Klapp auf den billigen Rängen. Wieso schon wieder tot? Zweite Runde. Schließ die Wetten ab. Peter, die Ungewaschene, tritt im Ring gegen unseren Silvari-Herausforderer an. Frisch aus dem Traum, was? Wenn ich mit euch fertig bin, wünscht ihr... Na komm her. Los, komm. Hops, 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 hops. Ich saug dir erstmal Leben aus, danach können wir weiterreden. So, und schwimmen und schwimmen.
Na komm, Feigling. So. Treffer, voll auf die 12. Hey! Ich kann auch noch anders. Komm mal her hier. Nö, einfach wird's bei mir nicht. Ich geb dir nicht einfach. Meine Liebe. Nee. Ach, Quaggans. Gut, die können auch kämpfen und Schaden machen. Pff! Romporo. Na los, komm. Quaggan. Quaggan zeigt dir jetzt, was Sturmschaden heißt. Sturmschaden? Komm mal her hier. Ich zeig dir mal, was Schaden wirklich heißt. Wenn Quaggan sich verwandelt, sieht das so hässlich aus. Ja, ich hasse Quaggan, wenn die sich verwandeln. Ach du, ich bin ganz anders. Doch? So, ein bisschen Wirbelsäulen knacken. So. Ein bisschen Vieren. Und tot. Ja. Na los, Wayne. Komm her, du dummer Ochse, du. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin bereit. Ich bin seit Jahren bereit. Ich lach dich aus, du. So, einmal Lich und... Ob du gegen mich ankommst, du Pfeife. So, schön viele Minions. Stabilität, Stabilität und komm, hops und... Da. Pfeife. Pfff. Ihr habt keine Chance, Wayne. Aber ich bin nicht hier, um euch zu töten. Ich bin wegen Kaladbolg hier. Gib mir Rianoks Schwert und ich lasse euch gehen. Das Schwert gehört mir. Rianok war seiner nicht würdig. Er war aber bereit, sein Leben hinzugeben. Für was? Für sein Volk und für euch, Wayne. Er blieb, um euch einen Vorsprung vor Mastak zu verschaffen. Ich hätte euch gejagt, um Kaladbolg zu bekommen. Jo, das auf jeden Fall. Rianok gestorben. Nein. Das könnt ihr nicht wissen. Ihr wart nicht da. Ich werde euch töten. Dann lasse ich Rianok und euch selber, die Klugscheißer, endgültig hinter mir. Ich habe dieses Schwert verdient. Ich habe dafür gelitten. Okay, du willst. Aber. Gut. Du willst es nicht anders. So, und komm her. Ach komm, ey. Komm mal her, gib mir mal ein bisschen Energie von dir. Ach, der Schleier schon, hä? Schön. Pfff, Rianok war viel stärker als du, Pfeife. Außerdem habe ich Kaladbock auch schon längst.
Aber du weißt das gar nicht. Okay, dann nehme ich halt Zepter. Du willst Schaden? Gott, ich gebe dir Schaden. Hams. Colored Bulk, komm zu mir. Hui. Hui. So. Ich töte euch alle jetzt. Nein. Noch bin ich kein Schnitter. Mit einem Schnittchen Schnitter, dann geht das. Ihr wart erstaunlich da unten. Eure Kampfkunst ist wirklich etwas Besonderes. Ich beneide euch um die Tracht Prügel, die ihr diesem Kerl verabreichen durftet. Hättest du mitmachen können. Ich wünschte, ich hätte mithelfen können. Ha. Ich war bereit, Wayne gehen zu lassen, aber er hat nicht aufgehört, mich anzugreifen. Ich wollte ihn nicht töten. Diese Ehre und dieses Mitgefühl sind der Grund, warum ihr so gut zu den Wachsamen passt. Ich meine es ernst. Überlegt euch, ob ihr uns nicht beitreten wollt. Wayne hatte diese Last so lange getragen, dass es wahrscheinlich eine Erlösung war, durch jemanden zu sterben, der die Wahrheit kannte. Ihr habt recht. Ich konnte es in seinen Augen lesen. Er schien fast dankbar. Ja. Kommt, Heroldin. Ich bringe Colored Bulk zurück zum blassen Baum. Und dann finden wir einen Weg, Mastag bezahlen zu lassen. Gut. Dann würde ich sagen, das haben wir ja schon mal zumindest hier. Einmal noch hier und dann, ich glaube, dann geht's schon in die Entscheidung. Ich gehe gern mit, nur nicht am Tage. Bösewicht hier. Wir müssen Mastag erledigen. Einen Licht zu töten ist nicht leicht. Das erfordert sorgfältige Planung. Jeder hat eine Schwäche, sogar Mastag. Wenn wir wissen welche, wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Willkommen, Heroldin. Kommt zu uns. Es gibt viel zu erklären. Oh, Trahan. Grüße, meine mutige Heroldin. Ich habe von eurem Sieg gehört. Colored Bulk ist endlich wieder da. Es war schwierig, doch es hat sich gelohnt. Wayne ist endlich bestraft. Heroldin,
Meine Forschungen in der Abtei waren von Erfolg gekrönt. Ich weiß jetzt, wo Mastak, der Verfluchte, begraben liegt. Und ich glaube, ich kenne sogar sein nächstes Ziel. Er plant, eine Menschenstadt namens Askalon anzugreifen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er sie auslöschen. Er greift die Siedlung Askalon an? Das ist eine ganz friedliche Gegend. Die haben kaum eine Verteidigung. Wir müssen Mastak aufhalten. Wir haben die nötigen Soldaten. Wenn der blasse Baum erlaubt, dass Kaladbolg in die Schlacht getragen wird, können die Wachsamen Mastak vernichten. Dazu braucht man nur Feuerkraft, Mut und einen Frontalangriff. Ihr denkt immer in geraden Linien. Schaut mal, Mastaks Heer muss durch Zentaurengebiet marschieren, um nach Askalon zu gelangen. Warum spielen wir diese beiden Feinde nicht gegeneinander aus und erledigen zwei Fliegen mit einer Klappe? Der Orden der Gerüchte könnte das mit Leichtigkeit arrangieren. Würde uns helfen. Ich weiß, wo Mastak begraben wurde. Die Abtei könnte das Grabmal erforschen, die Fallen überwinden und einen Weg finden, den Lich im Schlaf zu vernichten. Das wäre die logische Vorgehensweise. Der Lich muss vernichtet werden. Für Rianok. Für Tyria. Hört mich an. Die Orden möchten, dass ihr ihnen beitretet. Wenn ihr das tut, werden sie euch ihre Kraft leihen. Mit ihrem Beistand könnt ihr Mastak vernichten. Es ist eure Bestimmung, gegen Saitan zu kämpfen. Einem Orden beizutreten wird euch helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wählt mit Bedacht. Heroldin, ich gebe Kaladbolg in eure Obhut. Wählt, wie ihr Mastak besiegen wollt. Und wisset, dass die Hoffnungen des Hains mit euch gehen. Also ich selbst würde Gegner gegeneinander ausspielen. Das wäre hier. Das wäre sie. Draufschlagen, ihn einfach umbringen. Ja, ich schwank hier zwischen den beiden, aber... ich denke, ich werde hier doch sie nehmen. Denke ich. Orden der Gerüchte kommt. Um die Formalitäten kümmern wir uns nach der Schlacht. Trahern, begleitet ihr uns bei diesem Abenteuer? Niemand weiß mehr über die Orianischen Untoten als ihr. Ich trete dem Orden immer noch nicht bei, aber ich helfe gerne. Oh, die Skins habe ich alle schon. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, würde ich sagen. Lasst mich mal kurz gucken, ob wie das ist gerade. Videos. Okay, das habe ich vorhin. Das jetzt. Okay. Das kann schon passieren. Ich gehe gern mit. Nur nicht am Tage. Dann sind die Highlack am aktivsten. Askalon ist da. Wir sind stark im Dunkeln und das wisst ihr. Wir gehören beide dem Zyklus der Nacht an. Ich weiß, aber ich fürchte, wir werden nur schlafende Highlack sehen. So. Langweilig. Also in die Kinderanfelder. Gut, dann... werden wir dort weitermachen. Und ich würde sagen, nebenbei können wir ja hier auch ein bisschen erkunden und alles sowas. Dann machen wir nämlich gleich so ein bisschen Map Completion hier. So. Vorher könnte ich ja hier eben nochmal den Dolch.
Echt besser. Naja, ist nicht schöner als meiner. Rüstung. Nehme ich einfach mal. Das weg und die Rune ist auch weg. Na gut. Stahl brauche ich nicht. Ich habe hier Dunkelstahl. Weg. So, lasst mal gucken kurz. Aus. Nicht Garderobe, Ausrüstung. Adler haben wir hier. Adler. Oh komm, mach mal die Zitadelle rein. Ihr seht eigentlich, wie sie aussieht. Das ist eigentlich nicht so das Idealste, finde ich persönlich. Deswegen habe ich lieber erstmal das alles. So, kommt halt, hab's und. So. So, und hab's und. Unterbrochen und schön, Schnitz, Schnitz, Schnitz. Maden töten. Und hab's, los geht's. André war. Und da habe ich einen Pass bekommen. Einen Moment. Kann ich ja gleich gucken. Wir sind eh hier soweit fertig. Und ich lasse euch das an und verabschiede mich und sage erstmal schönen Tag und einen wunderschönen Tag noch. Danke fürs Teilen, Liken, Abonnieren. Hinterlasst mir gern auf jeden Fall auch noch einen Kommentar und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis dann. Tschüss.